Hey Leute, weiter geht's. Tour de Longueuil oder Longueuil, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, ist mir auch egal. Jedenfalls, es steht die nächste Flachetappe an die letzte vor der entscheidenden Bergetappe. Hier ist noch einmal das Ergebnis vom gestrigen Tag, von der letzten Etappe, sage ich doch mal besser. Da war halt die Situation, dass dieser Ausreißer zwischenzeitlich über 11 Minuten enteilt war, sich im Feld keiner wirklich drum geschert hat, deswegen mussten wir leider einige unserer Fahrer opfern, um den Abstand zu verkürzen. Schlussendlich sind dann noch die anderen Teams mit eingestiegen und konnten den Abstand so weit verkürzen, dass wir auch die Gesamtführung verteidigen konnten, um 48 Sekunden halt. Ja, und jetzt stehen halt noch einmal 188 Kilometer an, flach, ein paar kurze Zacken drin. Ich würde sagen, es sollte uns doch vor keine größere Herausforderung stellen, und dadurch, dass jetzt einige unserer Fahrer wirklich richtig weit zurückgefallen sind, sollten uns die anderen Teams es doch mal erlauben, den einen oder anderen Fahrer in einer Spitzengruppe platzieren zu können. Ich finde, das wäre nur fair, wir haben so viel getan hier bisher. Haben ja auch zuletzt hier unseren ersten nicht-nationalen Meistertitelrennen mäßig gewonnen. Schade, dass das jetzt nicht geklappt hat von der Formulierung her, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Wir haben mit Robert Wagner hier die fünfte Etappe gewonnen. Und ja, es würde mich nicht stören, wenn es jetzt auch bei der siebten der Fall wäre. Ein Blick nochmal aufs Profil. Ihr seht, zwischenzeitlich sind ein paar Zacken im Profil. Aber das sollte weder für Robert Wagner noch für irgendeinen anderen Sprinter hier im Feld eine große Herausforderung sein. Im Endeffekt wird es halt darum gehen, dass wir Benitez irgendwie abhängen müssen oder Benitez wird die Etappe gewinnen. Ihr seht, sein Anfahrer ist auch noch der zweitfavorisierte Fahrer für den Tag. Dazu kommt noch einer, der bei den Außenseitern dabei ist. Das Team ist halt, was die Sprints angeht, absolut überlegen. Aber ich würde sagen, das ist doch kein Grund, hier groß zu verzagen. Es hat ja schon einmal funktioniert, ihn zu schlagen. Und ja, warum sollte es heute nicht auch gelingen? Ich bin mal gespannt. Ja, die Spannung hat nicht viel genützt. Und da schaltet auch die Musik um. So, wen schicken wir denn in die Ausreißergruppe? Ja, Matthias Brendle wird sein. Habe ich gerade mal spontan entschieden. So, nicht, dass ich das noch vergesse, gebe ich ihm direkt mal das Kommando, vorne wegzufahren. Okay, Eibäger, Dietzka, Wagner. Keine Ahnung, ob ich die Namen jetzt vorgelesen habe, ich habe mich nur einmal orientiert. So. Ja, schauen wir doch einfach mal, ob er wegkommt. Das heißt, wegkommen wird er natürlich. Ob man ihn danach auch gewähren lässt, das ist die Frage, die mich hier beschäftigt. So. Bringen wir einfach unsere Fahrer in Position und schauen danach einfach mal, wie das Feld so reagieren wird. So, ist das nicht ein bisschen weit nach vorne, Herr Wagner? Ja, ist es. So, bisher sieht das ganz manierlich aus. Ja, scheint so, als ob es bisher zumindest funktionieren würde. Aber eine Solofahrt jetzt über die 184 verbliebenen Kilometer, die möchte ich dem guten Matthias dann nicht zutrauen. Deswegen hoffen wir einfach mal darauf, dass jetzt noch ein, zwei Fahrer weggehen. Und ich glaube, da zuckt auch schon der erste raus. Ja, so ist es. So ist es. Kein nennenswerter Wind heute. Ist mir auch nur ganz recht. Heute gilt es einfach gut durchzukommen. Keine Zeit zu verlieren, die Führung nicht zu verlieren. Und ein kurzer Blick zeigt mir, dass hier kein allzu starker Fahrer mit dabei ist. Die könnte man doch wegfahren lassen. Ja, hier Oyave, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein Este.
Oh, hier ist noch Lovelock als Fahrer, der ja einen ordentlichen Ebenenwert besitzt. Dazu noch Matthias Brendel. Also die Gruppe, die hätte durchaus Potenzial hier. Ach, da halten sie nicht an, so eine Frechheit. Ziehen wir doch einfach mit Matthias Brendel wieder hinterher. Allerdings ist das jetzt unser erster Angriff, während die anderen hier schon über eine viel längere Strecke in den hohen Belastungsbereich fahren. Jetzt kommt noch diese kurze Steigung dazu, diese sehr flache und mäßige Steigung, die Matthias Brendel aufgrund seiner viel stärkeren Werte natürlich deutlich besser meistern wird. Ja, ihr seht, dass hier Kirk Eckhout, ich glaube er heißt Kirk oder Kurt, Kurt oder Kirk auf jeden Fall. Er fällt auf jeden Fall zurück mit seinem Begleiter. Hier greifen noch weitere Fahrer an, allerdings auch keine von nennenswerter Relevanz. So, natürlich ist das jetzt ein zweischneidiges Schwert hier vorne. Natürlich wäre es cool, wenn die Gruppe durchkommt. Allerdings ist Matthias Brendel ganze 12 Minuten hinter seinem Begleiter zurück im Gesamtklassement. Das heißt, die Gruppe sollte jetzt nicht irgendwie mit 10 Minuten Abstand oder so durchkommen. Weil dann wäre der Gesamtsieg futsch und das wollen wir ja nicht. Schade eigentlich, dass jetzt hier aus dem Feld eine Attacke nach der anderen kommt. Ich fände es doch eigentlich viel freundlicher, wenn die uns jetzt da einfach wegfahren lassen würden. Machen sie nicht. Deswegen hängen wir uns jetzt erstmal eine Zeit lang nur hinten dran. Ist ja auch unnötig, da einfach nur Kraft zu verschwenden, während die im Feld da wirklich unmotiviert die ganze Zeit angreifen. So, nicht zu viel Kraft verbrauchen durch den Sprint jetzt. Und jetzt können wir auch wieder in die Führung gehen, nachdem sich hier die achtköpfige Gruppe gebildet hat. Jetzt sind sogar schon 12 geworden. Aber ob man uns jetzt da wegfahren lässt, das ist natürlich die große Frage. Ich würde sagen, Matthias Brendel fährt dann auch für den Tag zumindest auf die Bergwertung. Wenn sich die Gruppe jetzt festigen kann, was allerdings nicht der Fall ist. Doch, jetzt nehmen sie gerade im Feld hinten raus. Jetzt geht es natürlich darum, wie immer die 3 Minuten rauszuholen. Für die, die es nicht wissen, 3 Minuten ist die Grenze. Wenn wir 3 Minuten weg sind, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass aus dem Feld noch großartige Attacken kommen. So, da will einer angreifen. Allerdings würde ich sagen, fahren wir einfach jetzt mal mit hohen Prozenten. Gewinnen wir nicht. Aber ich wollte jetzt einfach nicht zu viel Kraft durch einen weiteren Angriff verschwenden. Es gibt übrigens noch eine Schwierigkeit für den Spieler. Und zwar ist die Anzahl der Angriffe, die man fahren kann, limitiert. Deswegen ist es dann nicht so ratsam, dass man dann bei solchen Situationen dann unnötig einen Angriff macht, um dann 2 Bergpunkte mehr zu gewinnen. Speziell, da in der Bergwertung eigentlich nicht mehr so viel zu entscheiden ist. Yusuf Kiba Thanos ist da mit seinen 18 Punkten eigentlich ziemlich gut voraus. Ich glaube, für die Bergwertung morgen gibt es auch nur 16 Punkte. Von daher ist es eigentlich nicht allzu möglich. Also ist eigentlich nicht mehr möglich für uns, die noch zu gewinnen. Außer wir holen jetzt noch 4 Punkte hier. Mit dem Fahrer, der morgen auch die Etappe gewinnt. Dafür müssen wir allerdings morgen die Etappe gewinnen. Ihr erkennt, dass da gewisse Kausalitätsketten vorhanden sind, die da alle eintreffen müssen. Von daher, Kausalitätsketten war jetzt natürlich absoluter Quatsch. Kausalkette. Warum fällst du denn jetzt hier bitte zurück? Okay. Da kommt er nochmal mit einer Kraftanstrengung wieder ran. Aber das war jetzt absolut unnötig wieder. Wollen wir doch einfach nur Kraft sparen in dieser Gruppe hier vorne. Jetzt, das ist jetzt natürlich eine schwierige Geschichte. Wollen wir die Gruppe jetzt wirklich durchkommen lassen oder nicht? Und vor allem, wie können wir den Abstand so begrenzen, dass die Gruppe nicht allzu überlegen durchkommt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ihr versteht, was ich meine. Von daher würde ich einfach sagen,
verzichten wir mal weiterhin darauf, in der Gruppe Führung zu leisten ab jetzt. Seien wir doch ehrlich. Uns geht es hier heute mehr um die Gesamtwertung, als dass wir da unbedingt die Etappe gewinnen müssen, aber dafür dann die